Freunde. Einen wunderschönen guten Mittag zusammen. Heute geht es auf Reisen. Ihr könnt es am Titel schon lesen. Der Lotus bekommt endlich neue Reifen. Es hat ein bisschen gedauert. Hier mal ein kleiner Ausschnitt, warum die Reifen abgefahren sind. Netterweise hat Reifen.com mir neue Hinterreifen zugesendet. Allerdings haben wir ein Problem, denn ich weiß überhaupt nicht, wie ich diese Hinterreifen jetzt transportieren soll, weil ich fahre ja mit dem Lotus jetzt zur Reifen.com-Filiale. Dort werden die auch gewechselt und die Teile sind schon groß und wie ihr wisst, der Lotus ist relativ klein. Also es kann sein, dass es gleich überhaupt nicht funktioniert, aber wir werden das gemeinsam herausfinden, deswegen drückt mir die Daumen. Okay, Freunde, hier sind die Reifen. Da ist der Lotus. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das passt. Also ich weiß es wirklich nicht. Wenn es nicht passen sollte, dann müssen wir die irgendwie auf den Heckspoiler oder so spannen. Weil ich muss jetzt in 30 Minuten bei der Reifen.com-Filiale sein. Wenn ich nicht dort bin, ich habe einen Termin, dann war es das. Dann hat der Lotus keine neuen Reifen. Also ich bin gerade wirklich noch skeptisch, ob das klappt. Wirklich. Also einer geht auf jeden Fall rein. Ach du Scheiße. Ach du heilige Mutter Gottes. Ach. Okay, Reifen sind drin. Ich glaube, so kann ich nicht fahren. Schaut euch das mal an, das gibt's nicht. Also hier Reifen auf dem Beifahrersitz, aber wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, also so kann ich definitiv nicht schalten. Alter Schwede, Freunde, was machen wir hier wieder? Komplett geisteskrank. Irgendwie muss es jetzt funktionieren. Also wenn wir heile bei Reifen.com ankommen, dann könnt ihr wirklich heute im Kalender ein Kreuz machen. Holy moly. Also an die Handbremse komme ich gar nicht dran. Die hätte ich vielleicht vorher lösen sollen. Oh, Katastrophe. Freunde, wir melden uns gleich. Ich muss das jetzt irgendwie hier hinbekommen. So, Freunde, ich habe es wirklich geschafft. Ich bin bei Reifen.com angelangt. Es war eine sehr, sehr abenteuerliche Fahrt. Zwischendurch, das muss ich kurz noch erzählen, hatte ich auch kurz Herzrasen, weil, woran ich nicht gedacht habe, wenn die Reifen hier, also ihr müsst euch das nochmal anschauen, das ist wirklich, jetzt die Türe zu, das ist wirklich komplett geisteskrank. Wenn die Reifen an der Seite sind, dann wird natürlich der Spiegel hier verdeckt, ja? Also der rechte Seitenspiegel, das heißt, ihr könnt nichts sehen und das hat auch so gerade hier reingepasst, also wirklich auf den Millimeter genau. Und dann bin ich hier die Straße entlang gefahren, in der Nähe von der Hamburger Meile, da ist eine Polizeiwache. Und genau in diesem Moment, weil da eine Baustelle ist, ist da so eine improvisierte Ampel, genau in diesem Moment laufen drei Polizisten über die Straße und einer schaut richtig, richtig, wirklich richtig krass zu mir ins Auto rein. Und jetzt guckt euch das mal an, wenn ihr vor dem Auto steht, wie das aussieht. Spiegelt jetzt zwar ein bisschen, aber ihr seht halt wirklich, dass hier auf dem Beifahrersitz einfach zwei riesige Hinterreifen sind. Also komplett geisteskrank. Ich würde sagen, ich hief die jetzt raus, dann gebe ich das gute Fahrzeug zu den Jungs hier. Die wissen schon Bescheid, waren gerade kurz draußen, wollen aber nicht vor die Kamera. Aber sehr, sehr bald wird einer vor die Kamera kommen. Nicht in dem heutigen Video, aber in einem anderen. Dazu aber dann nächste Woche mehr. Dann gebe ich das gute Fahrzeug in deren Hände und dann hoffen wir einfach mal, dass gleich die neuen Pellen drauf sind und wir wieder Gas geben können. So, Freunde, es ist vollbracht. Die neuen Reifen sind drauf. Ich bin super, super glücklich. Und jetzt könnt ihr auch mal schauen, wie die alten aussehen. Also ich würde behaupten, leichte Gebrauchsspuren sind hier vorhanden, oder? Es ist Wahnsinn. Also das war die Außenseite hier. Ich meine, das war genau die Fahrtrichtung links, also die Seite. Und ihr seht, hier ist es eigentlich noch ganz okay. Aber hier sind halt wirklich richtig die Stücke rausgerissen. Hier auch alles komplett rausgerissen. Also das war bitter nötig. Der rechte Reifen sieht eigentlich ein bisschen besser aus. Rechts. Ja. Also rechts geht eigentlich noch. Den könnte man noch fahren. Aber machen wir nicht. Weil wenn gewechselt wird, dann natürlich beide. Und das war sogar jetzt noch der erste Satz. Dafür hat er eigentlich relativ lange gehalten. Knapp 9000 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn ich jetzt mit dem neuen Satz nicht komplett drifte und den wieder runterrocke, dann werden wir damit auch lange Spaß haben. An der Stelle wirklich nochmal ein großes Dankeschön an Reifen.com. Ich würde sagen, ich setze mich jetzt rein und dann fahren wir noch eine kleine Runde. Denn ich habe richtig, richtig Bock. Bis gleich. So, Freunde, der Lotus ist an. Die Reifen sind drauf. Ich bin mega, mega hyped. Das ist mittlerweile, ich glaube, schon 2 Tage später, weil ich einfach nicht zu gekommen bin, vorher dieses schöne Gefährt hier aus der Garage zu holen. Aber es ist schon ein Unterschied, also man merkt es direkt, dass die Straßenlage viel, viel besser ist, weil eben keine Stücke mehr aus dem Reifen gebrochen sind. Und noch eine Sache, die ich vorhin nicht erwähnt habe, denn ihr habt hier an den Radmuttern, wie ihr sehen könnt, nochmal so einen speziellen Aufsatz, eine spezielle Nuss.
Und es war echt Glück, dass die Jungs von Reifen kommen diesen Aufsatz noch aufgetrieben haben. Denn in der Filiale war keiner vor Ort. Das heißt, sie mussten extra nochmal zu einem anderen Stützpunkt fahren, damit eben die Räder hinten überhaupt abgenommen werden konnten. Also nochmal ein dickes Dankeschön an der Stelle. Ich würde auch sagen, wir labern gar nicht lang. Wir steigen ein und fahren ein bisschen durch Tunnel, weil ihr kennt den Spot, ja? Da ist der Tunnel, da ist der Lotus. Motor ist warm, deswegen 3-2-1, let's go. Fenster machen wir natürlich beide runter. Und es ist auch immer wieder ein geiles Gefühl, in dieses Fahrzeug zu steigen. Vor allem jetzt wieder, wo ich weiß, okay, ich bin legal unterwegs, weil mit abgefahrenen Reifen ist natürlich nicht so geil zu fahren. Dann wollen wir mal. Ich sag jetzt einfach mal nichts. Genießt einfach nur mal. Okay, das war schon mal gut. Ich würde aber sagen, da das hier sowieso eine Sackgasse ist, fahren wir einfach direkt wieder zurück. Dann müssen wir uns das Stück hier hinten nicht noch reinziehen und machen das Ganze nochmal. Auch eine kleine geile Information an der Stelle. Und zwar hat mich Bennett gestern Abend hat er mich angeschrieben, dass übermorgen ein Rennstreckentermin ist, irgendwo in Berlin in der Nähe, und ob ich da nicht mit will. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Er weiß das nämlich auch nicht, ob noch ein Slot frei ist. Aber wenn, dann haltet euch fest, ist das das allererste Mal, dass ich mit dem Lotus Exige auf die Rennstrecke gehe. Ich meine, das passt ja jetzt super. Neuer Reifen ist drauf, das heißt, wir können den direkt komplett verheizen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, nur dass ihr da schon mal ein bisschen gespannt seid, was da passieren wird. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Es wird einfach niemals langweilig. Oh, diese kleinen Crackles, hört ihr das? Das ist einfach geil. In der Tat bin ich gerade mit ein paar Leuten im Gespräch und eventuell ist da was drin. Ich weiß noch nicht, ob das klappt, aber es wäre natürlich ein absoluter Traum, weil der Lotus ist ein Eyecatcher, der Lotus fährt sich schon mega geil, aber ein Porsche GT3 RS ist einfach die Perfektion, wirklich die Perfektion für die Straße. Das heißt, wenn das möglich wäre, dass ich so ein Fahrzeug mir in die Garage stellen kann, dann mache ich es. Also wirklich direkt. Und jetzt stellt euch einfach nur mal vor, der Lotus sieht ja schon geil aus, aber wenn wir den Porsche komplett folieren, wie das krasseste Rennauto, was ihr jemals gesehen habt. Also wenn dann nicht jeder guckt, dann weiß ich auch nicht. Ach, ist das schön. Beim nächsten Mal, glaube ich, wünsche ich mir, dass die Reifen direkt zur Filiale gesendet werden und nicht zu mir, weil der Transport im Lotus schon sehr, naja, sagen wir mal, abenteuerlich war. Aber am Ende, und das ist, was zählt, hat alles geklappt. Reifen sind drauf und ich bin happy und kann wieder düsen mit dem Lotus. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich ist die Belichtung wieder ein bisschen crappy. Deswegen hört einfach hin. Viel sehen werdet ihr wahrscheinlich nicht. Und mit diesem unfassbar schönen Klangbild verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr Reifenempfehlungen habt, wenn ihr schon Rennsport, Rennstreckenerfahrung im Automobilbereich habt, dann schreibt mir gerne mal eine Empfehlung. Ja, welcher Reifen performt auf der Rennstrecke richtig, richtig gut? Haut's mir mal rein, ich würde mich freuen. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil. Wupp.